Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer, ja, das hat jetzt nicht in die Dramaturgie hineingepasst, dass ich da noch eine Wortmeldung habe. Dem Beifall kann ich mich anschließen, wenn es darum geht, die Deindustrialisierung Deutschlands und des Saarlandes zu vermeiden und auch, dass es uns im Saarland in Zukunft gut gehen soll. Ich versuche immer, objektiv zu sein und zu bleiben. Und aus diesem Grunde möchte ich schon meine Anerkennung aussprechen, Frau Rehlinger gegenüber. Sie wird es mir verzeihen, dass das von der AfD kommt. Aber ich denke schon, dass sie mit Mut und mit Tatkraft dazu beigetragen hat, dass der gestrige Tag so verlaufen ist, wie er verlaufen ist. Denn es waren ja in der Vergangenheit immerhin mindestens 3 saarländische Bundesminister am Werk, die alle nichts, sage ich mal gefühlt, nichts gebracht haben. Und im Augenblick haben wir ja keinen Bundesminister, wir haben nur eine Ministerpräsidentin, die im Präsidium der SPD sitzt, also am selben Tisch wie der Herr Scholz. Und da gehört schon, denke ich, Tatkraft und Mut dazu, sich nachhaltig für das Saarland einzusetzen. Und das hat gestern zu einem sichtbaren Erfolg geführt. Und da können wir uns und auch die AfD, da werden wir uns, weil es um Saarland geht, mit freuen. Da kommt ja immer noch sowas ein Aber. Das soll aber nur ein ganz mildes Aber sein, weil damit ist ein Stillstand erreicht worden von einer Kette von Niederlagen, die wir hinter uns haben, wo Ford das letzte war und Michelin auch noch, wo also praktisch jetzt ein gewisser Stillstand eingetreten ist. Wir haben jetzt einen Erfolg errungen, was die Stahlindustrie betrifft. Allerdings war das jetzt eine mündliche Zusage des Bundeswirtschaftsministers. Der Kanzler war nicht da. Und ja, also immerhin. Wir werden aber, glaube ich, das ist nochmal ein Appell an die Ministerpräsidentin, dranbleiben müssen, dass das dann auch so durchgeführt wird. Denn jetzt muss ja die Bundesregierung sehen, wo sie das Geld dafür herbekommt, nachdem die 60 Milliarden da nicht gehen. Und sie muss darauf hinwirken. Der Wirtschaftsminister hat ja gesagt, was an mir liegt, bin ich dafür. Aber es kommt auch noch darauf an, was Brüssel sagt. So, Brüssel muss auch noch zustimmen. Und wenn das dann alles geschehen ist, und die Ministerpräsidentin hat auch den Mut des Unternehmens, das muss man wirklich auch unterstreichen, hervorgehoben, und dann muss es weitergehen. Denn am Schluss wird ein Stahl produziert, der 25% teurer ist als auf dem Weltmarkt ein normal oder herkömmlich produzierter Stahl. Und der muss ja dann auch verkauft werden. Und da sind weitere Unterstützungen der Bundesrepublik Deutschland notwendig und unerlässlich. So, das jetzt mal zu dem Stahl und zu dem Tag von gestern. Insgesamt haben wir jetzt in den Diskussionsbeiträgen sehr viel gehört, wo Schwerpunkte geschaffen werden, wo Schwerpunkte geschaffen werden sollten, wo noch Mangel ist. Und das ist so. Es ist noch ein gewaltiger Mangel, nämlich an der Infrastruktur. Das ist auch ein Standortfaktor. Da ändert sich durch diesen Beschluss zuerst einmal nichts. Es geht nicht weiter bergab, aber es ändert sich nichts. Wir haben genau denselben NPNV wie jetzt, ÖPNV wie jetzt. Wir haben genau dasselbe Gesundheitssystem wie jetzt. Wir haben genau dasselbe Bildungssystem wie jetzt. Und ich will zur Bildung jetzt nicht viel sagen, aber nur eins. Wenn ich einen Eimer habe, wo Löcher drin sind, kann ich so viel Wasser reinschütten, wie ich will, da bleibt nichts drin. Also da kommt es auch viel auf die Richtung an, wie das da gehandhabt wird mit dem Geld. Also das ist wichtig. Wir brauchen Geld. Mit Geld ist es nicht überall getan, aber wir brauchen Geld. Und da rufe ich jetzt die Regierung unter der Führung von Frau Rehlinger noch einmal auf, auch in der Zukunft nachhaltig, mutig und hoffentlich dann erfolgreich ständig der Bundesregierung aufzusitzen. Und wir haben ja auch im Saarland Bundestagsabgeordnete von der SPD, sind ja in der Regierungskoalition in Berlin.
die müssen sich für uns ständig einsetzen, weil damit ist es nicht getan. Damit wird es nicht getan sein. Auch dieser Haushalt, dieser Doppelhaushalt, füllt die Löcher nicht, die gefüllt werden müssen, damit wir wirklich vorwärts kommen, so wie es hier gesagt worden ist. Also mein Appell, Frau Rielinger, kämpfen Sie für das Saarland und wir hoffen, dass es dann auch erfolgreich wird. Herzlichen Dank.